Stellen Sie sich vor, Sie buchen ein preisgekröntes Airbnb und bekommen Drohungen vom Vermieter. Ja, tatsächlich, genauso passiert und das nicht nur einmal. Jetzt wurde der wahrscheinlich schlimmste Airbnb-Host aller Zeiten verurteilt. Viele von Ihnen kennen es bestimmt, es ist Feiertag, die Geschäfte haben geschlossen und jetzt hat man aber unbedingt Lust, einen Grillabend zu machen oder vielleicht Spargel zu essen. Hier kommt die Lösung. Automaten. Ja, und von denen gibt es in Freiburg, also im Breisgau, jede Menge. Ob Fleisch, Spargel oder Käsekuchen, man bekommt so gut wie alles rund um die Uhr aus der Maschine. Wer nutzt es? Deine Mutter. Die wird das bestimmt nutzen. Ja, stimmt. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schön in Paris. Alles gut? Mein Mikro sitzt wieder. Au revoir, wir legen los. Alles klar. Au revoir, auf Wiedersehen. So, Quizfrage. Was haben Hailey Bieber und Selena Gomez gemeinsam? Richtig, die eine war und die andere ist mit Justin Bieber zusammen. Und das ist anscheinend Grund genug, dass die Fans sie gegeneinander aufhetzen. Ja, und egal, wer was macht von den beiden, im Netz geht es rund. Es geht richtig zur Sache. Wofür sich Selena Gomez jetzt sogar entschuldigen musste, Vorhang auf im Promi-Zirkus. Superstars treffen auf den Präsidenten im Weißen Haus. Wer und was da los ist, hier ist der TAF Klatsch. Und so geht's dann gleich bei uns weiter. Herzlich willkommen zurück bei TAF. Millionen Deutsche sind gerade auf Wohnungssuche, aber gerade in den Großstädten explodieren die Mietpreise. Ja, wie um Himmels Willen sollen sich Auszubildende oder Einkommensschwache überhaupt eine Bleibe leisten können? Und die, die gut verdienen, selbst die, die drehen durch. Ja, wir haben jetzt einen Kölner auf der Odyssee begleitet. Ich gucke ja auch gerade. Hier meine Frau, ne? Schwanger, suchen auch eine Bleibe. Ich werde aber immer mehr zum Landei, weil das in der Stadt, ne, da drehe ich durch. Du hast doch schon immer ein Landei. Wir kommen aus Aachen. Na stimmt, hast du auch wieder recht. Ne? Also, macht Liebe gut. Grüße an schön. Alle Aachener. Ne? Lasst euch nicht ärgern. Ne? Wir sehen uns morgen wieder. Aber Wohnungssuche, das ist echt hartes Wasser. Ich sage es dir. Meine Freundin, die hat 2 Jahre.